Ja, wir sind wieder bei Forts. Warte, ich bin links. Ich bin auf der falschen Seite. Damit komme ich ja gar nicht klar. Sowas habe ich noch nie gemacht. Materialien. Zack. So. Turbine. So. Technologie. Guck mal, die Strebe hier, die kann ich doch umbauen, das weiß ich doch. Das haben wir hier gelernt. Aktivierungszentrum, nein. Waffenkammer, Schaltgeräte, Munitionsfabrik, Smokepunk, Flak, EMP. Nee, eigentlich wollen wir ja weiter. Eigentlich will ich das Optimierungszentrum. Beziehungsweise die Munitionsfabrik? Eigentlich will ich die Munitionsfabrik. Das heißt, ich brauche hier ein Dingslager. Jo, bei dem fallen Sachen runter. ja, es sieht jetzt nicht hoch im Ranked hier. So, und irgendwie konnte man doch hier so ein Ding noch einziehen irgendwie. So extra für Stabilität und so. Naja. Eine Batterie. Ja, weil wir haben ja relativ viel extra gerade. Was hier auch immer runtergefallen ist, ey. Alles fein. So, und wenn ich das hier baue, dann kann ich so ein 20mm Geschütz, Kanone und Hobize. Machen wir das doch. So. Das heißt, wenn wir die Haubitze kriegen, war ja auch hier rein, ne? Das heißt, wenn wir hier so ein Dingen bauen. Ja, nee, so war es jetzt nicht geplant. Egal. Haubitze. Also, wir gucken mal, ob wir das machen. Er baut Block. Er baut whatever er da auch immer baut. Have fun. So, für eine Haubitze, dafür brauchen wir 1000. Das heißt, wir brauchen definitiv noch ein weiteres Lager. Und ich glaube auch mehr Strom. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Und ich will das ja auch stabil haben. Genau, 9000 brauchen wir dafür. Ach du Scheiße, das heißt, wir brauchen sogar noch 2. So, brauchen wir noch ein zweites. So, haben wir 9000. Hallo, ich will hier eine Tür einziehen. Warte mal. Nee, ist nicht erlaubt. Okay. So, und dann hier noch eine Tür einziehen. Und hier, das sieht gut aus. Was heißt gut? Es sieht nicht komplett useless aus. So, das Ding ist gleich fertig. Dann bauen wir da so eine Haubitze rein. Haubitze! So, und jetzt trinke ich noch mal was. Kostet um minimal, was heißt minimal? Der kostet um einiges mehr als eine Kanone. Ja, der hat auch schon seine Tesch gebaut. Aber so Windmühlen habe ich ja gar nicht wirklich, ne? Ach du Kacke, nicht damit. So, machen wir den hier zu.
Wenn wir hier rüber gehen. So, kann ich da oben bestimmt auch noch was platzieren, ja? Beziehungsweise hier ein recht teures Schild rein, aber ich will ja nicht meine Dinger hier verlieren. Was brauche ich zum Schießen? 4000 Strom, obwohl Strom geht eigentlich. Strom geht eigentlich. Also hoch hätte es jetzt nicht sein müssen. Na, aber ich gucke, dass ich vielleicht irgendwas absägen kann. Der Winkel ist halt nicht perfekt dann, ne? Habe ich nicht irgendwie sowas, womit ich den einfach nerven kann? So, damit kann ich den nerven. So. Das sieht ja jetzt erstmal okay aus. Oder? Probieren wir das doch mal aus. Moin. Also die ist komplett useless. So, an der Stelle. Ja, okay. Das heißt aber, wenn ich die weghiete, der fliegt viel zu hoch. Der fliegt viel zu hoch. Ich will so ein 20mm Ding hier oben drauf haben. Um die Leute so ein bisschen zu nerven. Muss doch nicht groß geschützt sein. Ist ja kackegal. Dann funktioniert der hier aber nicht mehr. Oder? Doch, der funktioniert noch. Lol. Deutlich weniger Kraft. Ups. Ja. Und wir haben, warte mal, wir haben hier noch so eine Smoke-Maschine. Smoke-Maschine. So, weil dann kommen wir da auch mal durch. So, und den muss ich ja erstmal nur nerven. Ja, gut, das... Da passiert erstmal nicht viel. Ich mache einfach mal so eine ganz auffällige Kanone hier auch noch mal rein. Nee, wir waren noch keine Tür. So, genau. Weil dann kann ich hier eine kleine Tür reinsetzen. Hoffentlich. Gucken wir mal. Ah, ist zu nah. Ah, scheiß drauf. Was ist das? Achso, er hat mehr Abwehr. Okay. Kann ich den so ganz knapp darüber lupfen? Theoretisch könnte ich das. Praktisch treffe ich ihn aber nicht, ne? Muss warten auf meine Schmoke-Bomb. Smoker, Smoker, Smoker. Weil dann kann ich den ganzen Schild wegsmoken. Das hat ihn quasi dann nicht mehr zu jucken. Das ist so die Idee. So, das ist einfach nur zum Nerven da. So, die hier können weg. Die bringen mir nichts mehr. In der Zwischenzeit kann ich noch eine Windturbine. Oh, schade. Hallo, schieß da bitte nicht rauf. So, aber ich kann ihn zumindest weiter nerven. So. Ne, es geht ja nur darum, den zu nerven. Ja, das Ding kann gar nicht schießen gerade, ne? Was mache ich ja eigentlich? Psychologische Kriegsführung.
Ja. Der Winkel ist aber gut. Der Winkel ist nice. Der Winkel ist verdammt gut. Wir haben Stromprobleme so ein bisschen. Ja, 3000 Strom brauche ich zum Schießen. Ja. Weil die Effizienz da halt scheiße ist, ne? Ja, gut. Er hat einfach 30 Jahre gebraucht für das Gleiche, aber ich hatte halt null Verteidigung. Ich meine, es hätte mir klar sein müssen, er hat mir nichts angegriffen, ne? Er hat mir nichts angegriffen. So, lass mal. Gut, mein Replay ist einfach abgebrochen. Okay, dann nicht. Guck mal, hier, Top 500. Bleib beim Spion. Dann sehe ich, was der Gegner tut. Es ist einfach besser. Für mich. Nur weil, wenn ich dann rechts aufpoppen sehe, Haubitze, weiß ich, okay, Probleme. Alter, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll. Was macht er? Er baut auch nach hinten raus. Okay, cool. So, er hat noch eine Mine gebaut. Auch da unten. Naja. Wir fangen hiermit gar keine Technologie an. Das kann weg. Das ist ja erstmal nur Flak, EMP-Rakete, Feuermörser, Bastard, Schwarmraketen, Minigun, Panzerbrechende, Scharfschütze, schwere Mörser. Ja. Probieren wir mal ein bisschen mit Mörsern zu nerven. Windturbine, ja, wir müssen weiter nach hinten ausbauen. Waffenkammer, was ist das? Smokebomb, Flak, EMP-Rakete. Okay, das heißt. Ich stelle mich mal so ein bisschen darauf ein. Dass wir hier gegebenenfalls Probleme bekommen könnten. So. Jetzt habe ich hier das natürlich perfekt so gebaut. Hallo, nein. Dass ich hier nichts drauf platzieren kann. Wunderbar. So, warte, was schaltet das Ding nochmal frei? Den Shit hier, ne? Hallo? Hallo? Er macht aber nicht das, was ich will. So, warum ist das so schwer? So, und dann will ich auf Raketen wieder gehen. Munitionsfabrik. Ach, Raketen auf Kanonen. Das heißt 800, 500, 5000. Das kann ich bereits. Aber ich brauche dafür auch ein bisschen mehr Wind. Er ist immer noch bei einer Mine geblieben. Er hat noch nicht wirklich viel mehr gemacht. Oder hat er einfach noch mehr Minen gebaut? Er hat noch mehr Minen gebaut. Nein, ich wollte die verschieben. Weil hier passen ja zwei rein. Wollte einfach mal Hallo sagen. Wollte einfach nur mal Hallo sagen. Ja, da passt deswegen dem nichts mehr rein, ne? Hahaha, lustig.
Das muss so. Trust me. Das muss absolut so sein. Jo, schieß es halt ab. Mach ich da wieder Platz für eine Mine. So. Maschinenkanone, ja. Gut. Warte, was brauche ich für... Kanone 600, 900, 5000. Da seht ihr, dann habe ich nämlich gewusst, dass er EMP-Raketen baut. Jetzt habe ich ein Problem, weil er die einfach wegsnappern wird. So, deswegen mache ich das hier vielleicht aus Holz. Nee, von oben würde er ja nicht kommen, ne? Ja, dann ist egal. Dann ist egal. Mach das Grid doch aus. So. Jetzt können wir das hier zu einer Tür machen. Nö. Okay. Ist aber auch nicht schlimm. So, falls das Smoke Shit macht, möchte ich nämlich nicht, dass da irgendwas passiert. Mach das hier mal aus Stahl. Muss ja halten. So, und dann will ich hier oben meine Waffen hinhaben. So, zwei Stück. Ja, lass das doch. Lass das doch. Das ist so schon so richtig. So, dann sieht man das nicht. Trust me, das gehört so. How? Von wo hat er da durchgeschossen? So, das repariert sich ja selber da. So ein 70 mm Oschi. Ja, gut. Bau erst das die Verteidigung und dann das rein, was du da rein haben willst. Jo, ja moin. So. Das sieht gar nicht gut aus. So, kann ich hier weiter irgendwie... Kein Geld, ne? Das ist gerade nicht so geil. Weil ich würde hier gerne mehr Minigunner bauen. Passt nicht. Es passt einfach nicht. Wie trifft er den von unten immer? Ich check's nicht. Okay, also das check ich jetzt ja schon. So, aber... How? Wie hat er das Ding jetzt schon wieder getroffen? Nö, jetzt reicht es. Gib mir auch noch all dein Geld.
So, und ich baue direkt eine zweite dahinter. Warum ist das nicht aus Vordergrundholz? Warum? Ich habe es doch ausgewählt! So ein Haufen Scheiße hier. Ja komm, schieß durch. Mir auch egal. Ja, hab da reingeheatet. Genau da, wo seine scheiß Waffe war. Sein EMP-Launcher. Das sieht erstmal okay aus. So. Noch ein 20mm? Ja, doch. Was ist denn da durchgekommen? Und warum bekomme ich davon nie was mit? Ja, nice! Einfach mal durchgebuttert. Was hatte er denn? Er hatte nichts, ne? Er hatte nur die eine Rakete? Ich meine, das war ein guter Schachzug, weil wenn hätte die mich getroffen, wäre aus gewesen, ne? Aber sonst, und wo habe ich reingetroffen? Oh, so richtig disgusting, genau hier durch. Und dann ist der eine durch. Ja, gut. Nice. Da, jetzt sind wir Top 500. Das reicht. Kommt den Titel. Daraufhin gönne ich mir erstmal so eine komische Schaumstoff, nicht Schaumstoff, diese Haribo-Mäuse, wisst ihr? Die gönne ich mir dafür. Ach ja. Nice. Gönnen wir uns doch vom nächsten Mal noch eins. Wir werden langsam besser. Die Lernkurve ist, geht nach oben, aber langsam. Ich muss auch mal Geiz wegen Stability und generell so, wie heißt das? So bauen angucken. Aber fürs Erste reicht das. Danke fürs Zuschauen, haut da rein, bye bye.